Pauschal gesprochen ist Korn der bessere Wodka. Das mag man immer gar nicht so glauben, weil ja eben Korn so ein immenses Imageproblem hat. Und was wir jetzt schon im Supermarkt finden können mit sehr, sehr geringem Budget, das finden wir jetzt raus in einer Blindverkostung. Wie das Ganze jetzt auch laufen wird, also Niklas, mein lieber Kameramann hier, danke Niklas, der wird mir jetzt immer ein Glas zur Verfügung stellen und ich weiß nicht, was da drin ist. Beim Korn ist es ja natürlich noch mal ein bisschen schwieriger, weil die auch sogar immer alle noch gleich aussehen. Ja? Das heißt, Niklas kann sich bei allen Spirituosen bedienen, die wir hier bei uns haben in der Firma Wagemut, und wir verfügen über 4.500 verschiedene Spirituosen und er hat die Erlaubnis, mir auch gezielt eine Falle einzubauen, wenn er das dann eben möchte, einfach um ja, mich mehr auf Trab zu halten, sagen wir es mal so. Wir fangen jetzt mal direkt mit dem ersten Glas an. Die Kategorie ist Korn. Wir haben uns aber dazu entschieden, dass wir Doppelkorn machen wollen. Einfach damit wir einen gewissen schönen Alkoholgehalt haben. Es ist nämlich so, dass, um es Korn nennen zu können, reicht ein Alkoholgehalt von 32%. Wir wollen aber schon so ein bisschen diesen Vergleich zum Wodka herstellen, weil, wie gesagt, Korn ist eben der bessere Wodka. Und damit wir dem Wodka nahe sind, dann nehmen wir einen Doppelkorn, der eben mindestens 38% haben muss. Bei Wodka muss mindestens 37,5% haben. Somit haben wir dann eine sehr ähnliche Kategorie. Ja, auch hier, wir haben eine sehr reine Nase, wir haben eine angenehme leichte Süße, aber eben auch abgesehen davon nichts. Ja, es ist nicht besonders spannend. Ja. Sehr sauber, clean, leicht medizinische Note, wie man das dann von gewissen, ich sag mal, neutralen Alkohol eben kennt. Trotzdem sehr weich und vollmundig. Also es ist ein absolut schönes Produkt. Ich brauche mal die Auflösung. Niklas, wie schaut's aus? Was haben wir hier Schönes? Danke. Wir haben Kronenhof Doppel-Weizenkorn. Ja, 38%. Kornbrand, also Kornbrand ist auch nochmal eine andere Bezeichnung. Da muss mindestens 38% sein. Jetzt ist die Verwirrung eben vollkommen. Ja, super Ding. Was kostet das Ding? Ich glaube 5,99 oder 6,99. Also gibt es absolut nichts dran zu meckern. Dankeschön. Also großzügig ist er auf jeden Fall mit dem... Was hast du denn vor, was ich hier vorhab, sag mal. So. Wir haben wieder eine sehr, sehr saubere Nase. Echt schön. Also keinerlei, einfach, wir haben nicht diese medizinischen Anklänge, beziehungsweise ganz leicht, aber nicht störend. Ich bin hier auch wieder sehr positiv überrascht über die Reinheit. Also das ist echt super. Gerade auch bei dem ersten, wo ich ja jetzt schon mal den Preis weiß. Ich glaube 5,99 oder 6,99. Das ist natürlich echt großartig. Also die Qualität. Ist okay. Trotzdem, da ist jetzt so eine kleine Note, die mich ein bisschen stört. Da kommt die medizinische Note ein bisschen mehr zum Vorschein. Der erste war jetzt noch ein Ticken weicher, hatte fast schon so eine angenehme Süße. Niklas, einmal aufdecken bitte. Güldenstern. Die große Mecklenburger Traditionsmarke. Ja, Getreidespirituose, eiskalt servieren. Du, also ich bevorzuge definitiv den ersten, den Kronhof Doppelkorn, aber auch hier absolut nichts dran zu meckern. Ich bin schon, ich mag Korn gerne, also Korn ist eben meine bevorzugte Spirituose, wenn es um klare Spirituosen geht. Hierbei darf man aber auch wirklich nicht vergessen, dass diese beiden Qualitäten, die wir gerade verkostet haben, ich bin positiv überrascht für ein 6-Euro-Produkt. Es ist jetzt nicht so, dass ich als Spirituosenkenner hier wahnsinnig umgehauen bin, sondern eben für diesen Zweck, für den Korn oder auch billiger Wodka benutzt wird, einfach diesen, ich sag mal, Saufzweck oder Mischzweck. Ey, ganz ehrlich, super, 5,99, also ein Wodka in der Qualität wie den ersten kriegst du nicht. Dankeschön. Wuhu, na das ist, oh, das aber, na hier haben wir jetzt schon viel mehr Charakter. Es ist generell, also bei Korn sind
5 Getreidesorten eben zugelassen, wobei Weizen und Roggen die ziemlich einzigen sind, die eine wirkliche Rolle spielt. Ansonsten hast du noch sowas wie Hafer und Gerste zum Beispiel. Aber die werden so gut wie gar nicht benutzt. Das ist gut. Das wird jetzt nicht der Standard normale Korn sein auf jeden Fall. Extrem vollmundig. Die haben auch eine schöne Malzigkeit, wirklich sehr vollmundig. Ich schätze, dass er ein paar Prozente auch mehr hat. Nicht, weil er sprittig schmeckt, sondern diese Vollmundigkeit kriegst du mit 38% nicht hin. 38% ist ja nochmal viel besser als 32%, weil um 32% zu erreichen, wird ja einfach Wasser mit hinzugegeben. Sprich, der Korn wird einfach im wahrsten Sinne des Wortes verwässert. Und hier haben wir eine Vollmundigkeit. Da sage ich, der hat auf jeden Fall über 40, aber okay, aber über 40. Ich kenne jetzt so gut wie, ich kenne nicht wirklich einen Korn, der über 40 macht. Vielleicht. Das Zeug ist so gut, da könnte es sich auch eventuell um ein U-Boot handeln. Ja. Oldeslohr, alter Weizenbrand. Okay, also Kornbrand hier wieder mit 43,2%. Cool, cool. Sehr geil. Edition 5, Flaschennummer per Hand draufgeschrieben. 298, also falls das jemanden interessiert, macht natürlich mal was ganz Nettes, wenn man es verschenkt. Oldeslohr ist ja gar nicht mal so weit weg von uns eben entfernt. Ein riesengroßer Kornproduzent, der eben sehr berühmt ist für seinen 32-prozentigen Korn. Was ich persönlich, ja, hat jetzt nichts Interessantes für mich. Aber das Ding ist echt super und der ist nochmal im Steinzeug, also in diesen Steinkrügen oder so Steineiern, wie auch mal die heißen, gereift. Kenne ich jetzt so aus der Kornwelt noch nicht, aber ich kenne es eben sehr aus der Weinwelt, wo das sehr interessant ist, die Weine nochmal eben in Beton auch wirklich auszubauen, was die Säure auf eine sehr schöne Art und Weise bindet. Ist ziemlich cool, da würden wir jetzt aber ziemlich in diesen Nerd-Sektor eindringen und das lassen wir jetzt mal an der Seite. Also, das Ding ist super. Niklas, was kostet das? 19,99 für 0,5 Liter. Okay, 19,99 für 0,5 Liter. Damit sind wir, und 0,5 wohlgemerkt. Damit sind wir jetzt natürlich schon im Premium-Segment, was Spiritosen eben angeht, gerade was Kornbrenner angeht. Aber ich muss dir echt sagen, super Ding. Wofür brauchst du das jetzt unbedingt? Weiß ich nicht, ja. Das heißt, entweder du genießt auch mal gerne sowas wie Wodka oder Korn pur, dann kauf dir den auf jeden Fall. Ansonsten gut gemacht, Respekt für die Leistung, für das Ergebnis. Was ich damit jetzt aber machen soll, wüsste ich jetzt nicht, was da in Relation steht, weil wenn ich es dann mixe, weil ich nur irgendwie die Wirkung haben will, naja, dann kann ich mir das auch sparen und lieber ja, 6 Euro ausgeben. Danke. Ja, also in der Nase habe ich gar nichts. Extrem flach und einfach, ich sag mal, tot, gerade im Vergleich zum letzten, wo ich natürlich eine schöne Nase hatte, die mich sehr positiv überrascht hat. Das war natürlich super. Aber hier, die meisten, die ja sowas wie Korn und Wodka trinken, für die ist es ja sogar gut, wenn die Nase nichts hat, weil die meisten Leute, die dann ja auf sowas zugreifen zum Mixen, tun das ja, weil sie keinen Alkohol mögen. Habe ich noch nie verstanden, wie jemand keinen Alkohol mögen kann, ja, aber es soll sie geben. Nee. Der gefällt mir jetzt von allen Vieren am wenigsten gut. Aber auch da, nicht falsch verstehen, das Produkt hat keinen Fehler. Er ist sauber, ja. Aber ja, von allen Vieren gefällt er mir am wenigsten gut. Das haben wir. Hier haben wir echter Nordhäuser Doppelkorn, auch mit 38%. Wie gesagt, passt. Aber meine Gewinner sind ganz klar die beiden, ja, weil wir haben hier einfach das beste Preisverhältnis, wenn es darum geht, einfach meine Drinks da irgendwie zu mischen, weil ich irgendwie besoffen werden will, ja, hervorragend. Also anstatt Wodka kannst du wirklich mit bestem Gewissen das Zeug kaufen. Was auch bei Korn nämlich ziemlich interessant ist, ist, dass Korn auch wirklich eben nur in Deutschland, Österreich und in gewissen deutschen Gemeinden in Belgien hergestellt werden kann. Das heißt, es hat sogar eine gewisse deutsche Herkunftsbezeichnung, ja, finde ich auch ein ganz schöner Nebeneffekt. Und das ist auch nochmal der Vergleich zu sowas wie Wodka. Bei Wodka glauben ja immer viele, dass Wodka aus Weizen oder Kartoffeln hergestellt wird. Weizen stimmt auch meistens, Kartoffeln stimmt so gut wie nie, beziehungsweise nicht mehr, ja. Aber du kannst so ziemlich alles benutzen, um Wodka herzustellen. Und genau das ist auch der Grund, warum Korn eben der bessere Wodka ist, weil Korn ist viel strenger reguliert. Es ist einfach ein sauberes und besseres Produkt, pauschal gesprochen. Natürlich kannst du auch
extreme Kriterien haben, um Wodka auf eine sehr gute Art und Weise herzustellen. Aber bei Wodka weißt du einfach nicht, was du hast, weil Wodka viel oder Korn ist viel strenger reguliert. Und daher fährst du bei Korn einfach ja, die sichere Nummer, sagen wir es mal so. Hier ganz klarer Preis-Leistungssieger, macht richtig Laune für, keine Ahnung, ein paar Euro. Ja, also wenn du so eine Party hast und ein geringes Budget hast, ist top. Auch wenn es nicht besonders hübsch aussieht. Das war der absolute Gewinner von der Qualität. 20 Euro für den halben Liter, weiß ich allerdings nicht, wozu das brauchen solltest. Aber das Produkt ist absolut top. Nochmal zusammengefasst, Wirkungstrinken absolut top. Qualität super und eben Korn hat seinen Platz definitiv verdient und kannst du pauschal, ja, kannst du Wodka streichen und lieber einfach Korn trinken, ist echt so. Ja. Ich möchte dich an der Stelle auch herzlich einladen, dich bei unserer Facebook-Gruppe der Wagemut Taste Academy dazu zu gesellen. Dort sind wir nämlich ein ja, lauter verrückte, spiritosenaffine Menschen, wo wir uns gegenseitig austauschen, wo es eben auch genau um solche kleinen Geheimtipps geht, wo du einfach für das Geld immer das Beste dann kriegen kannst. Schau dir auch unsere anderen Serien hier auf YouTube an, wo wir die unterschiedlichsten Spiritosenkategorien testen, die wir im Supermarkt finden, damit du da auch so den einen oder anderen Schatz für dich entdecken kannst. Danke dir fürs Zuschauen.